Ruach heißt der frische Wind im Alten Testament und ist weiblich. Ruach wie ein Lüftchen, wie ein Wind. Und dieser Geist wirkt zweimal. Zwischen den Menschen und auch zwischen Menschen und Gott. Und Ruach ist Energie, ein spezieller Spirit, also der uns Menschen Lebenskraft gibt. Ein Beispiel: Wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben, dann weht die Ruach besonders stark, dann ist sie ganz zärtlich da. Da weht etwas Göttliches, das wir Menschen nicht erzeugen können. Wenn die Ruach dann weht, spricht sie alles in uns Menschen an. Das Herz, die Seele und noch andere Körperregionen. Wie bringen Sie eigentlich frischen Wind in Ihre Partnerschaft? Mindestens einmal im Monat gehe ich mit meinem Mann nach München und wir gönnen uns einen schönen Tag bei Kultur und einem feinen Essen. Ich würde versuchen, mich nicht geizig zu zeigen. Zum Beispiel darf man nie mit Komplimenten geizen. Ich sag meinem Partner einfach öfter, wie gern ich ihn habe. Ruach, diese sanfte Brise zwischen den Menschen, ist immer da und sie kommt von Gott. Man kann diesen frischen Wind immer genießen. Wie? Einfach mal flirten, sage ich. Ruhig auch mit dem eigenen Partner. Ihm immer wieder mal Liebeserklärungen machen. Denn dann ist sie da, die Ruach, der Hauch des Lebens, voll mit zärtlicher Energie.